Ja, ich hatte in der Vorlesung bereits angerissen, zur Motivation, dass Gauß begründet hat, die Methode der kleinsten Quadrate für unterbestimmte Gleichungssysteme. Und ja, das habe ich wirklich da nur angerissen. Und ich möchte hier das tatsächlich einmal ganz genau durchgehen, was Gauß damals eigentlich getan hat, dass das genau übereinstimmt mit dem, was wir uns überlegt haben in der Vorlesung. Und ja, ich möchte wirklich, das Schöne ist, dieser alte Text von Gauß, ich glaube von 1825, sowohl dieser Text als auch der Text von Kreyenhof, auf dem seine eigentliche Arbeit beruht und wo er die Daten entnommen hat, beide sind online verfügbar. Und ja, wir werden das nachher uns ganz genau anschauen. Ich werde immer nachher hier rechts den lateinischen Originaltext haben. Und hier links meine Python-Implementation. Und wir werden schauen, ob das, was da rauskommt, tatsächlich genau das ist, was Gauß auch gemacht hat. Und das wird uns helfen, mal wirklich einmal zu verstehen, ja, wie genial auch Gauß damals war, im Auflösen von großen Gleichungssystemen und so weiter. Okay, gut. Bevor wir das tun, möchte ich schon mal einführen, wie ging das eigentlich mit der, ups. Ja, da brauche ich ein bisschen was zum Schreiben. Mit dieser Fehlerkorrektur, was war ja die Idee dabei? Nun, wir haben gerade, ich habe, glaube ich, jetzt gerade nicht nochmal darauf hingewiesen, sollte ich vielleicht nochmal tun. Ja, also, was die Daten bedeuteten, war de Kreyenhof, also ein niederländischer Geometer, hatte in einer Triangulierung über der holländischen Nordseeküste alle Winkel gemessen. Und hatte selbst schon gemerkt, das kann irgendwie alles nicht so richtig sein, da müssen Fehler drin sein und hatte selbst schon versucht, diese Fehler zu korrigieren. Und Gauß hat dann daraus eine analytische Methode gemacht, eben gerade diese Methode der kleinsten Quadrate, hat das angewandt, mit der Hoffnung, dass er noch besser in der Lage war, die Messungen zu korrigieren. Und die Idee dazu, die wollen wir uns mal einmal ganz kurz überlegen. Und zwar, wir machen eine ganz einfache Triangulierung. Ja, und ups. Na, sollte ganz einfach sein. Ja, so, wir haben hier mehr oder weniger ein Quadrat. Daran haben wir jetzt vier Dreiecke. Und uns interessieren für einen Augenblick mal nur diese Winkel Alpha, Beta, Gamma und Delta hier vorne. Wenn das eine Triangulierung ist, in der Geometrie werden alle Winkel gemessen. Das heißt, Alpha, Beta, Gamma und Delta wurden gemessen und zwar unabhängig voneinander. Jetzt sehen wir schon, naja, wenn das Ding ein Quadrat ist, die sollten alle so ungefähr den Wert 90 Grad haben, möglichst genau den Wert 90 haben. Und wir nehmen einfach mal der Einfachheit halber an, gemessen wurden die folgenden Werte. Alpha Schlange gleich 90 Grad. Beta Schlange gleich 90 Grad, Gamma Schlange gleich 90 Grad. Und naja, leider hat man sich bei dem Delta-Winkel da vorne vermessen und da kam 85 Grad raus. Okay, damit könnten wir jetzt weiterrechnen. Aber sowohl Gauß als auch de Kreyenhof haben jetzt gesagt, naja, aber das kann ja gar nicht richtig sein, denn diese vier Winkel bilden zusammen einen Vollkreis. Das heißt also, die Winkelsumme muss 360 Grad sein. Und da kann ich den Messungen ja bereits ansehen, das kann ja gar nicht stimmen. Also muss ich das Ganze ein bisschen korrigieren. Und die Idee von Gauß war, naja, also versuchen wir doch mal, diese Messungen zu korrigieren. Und zwar so, dass die Korrektur möglichst klein ist in der euklidischen Norm. Okay, wenn wir das übersetzen wollen, was bedeutet das? Naja, also erstmal, wir nehmen an, dass wir bei jedem einzelnen gemessenen Winkel einen kleinen Fehler gemacht haben. Und den Fehler nennen wir, wie wir das immer in der Vorlesung gemacht haben, einfach mal d Alpha. Okay, das heißt also, der echte Winkel ist der gemessene Winkel plus einen kleinen Korrekturwinkel d Alpha. Der echte Winkel Beta ist Beta Schlange plus plus eine kleine Korrektur d Beta. Und Gamma ist Gamma Schlange plus eine kleine Korrektur d Gamma, wobei wir natürlich Alpha Schlange, Beta Schlange, Gamma Schlange, Delta Schlange haben wir natürlich gemessen. Ja, das sind die echten Werte, könnte ich jetzt einsetzen.
Und es gilt, Delta-Schlange ist gleich Delta, Delta ist gleich Delta-Schlange plus einen kleinen Wert d-Delta. Okay, wir wissen, die vier Werte, Alpha, Beta, Gamma, Delta, addieren sich zu 360 Grad. Das heißt also, 360 Grad ist Alpha plus Beta plus Gamma plus Delta. Wenn ich jetzt die Darstellung einsetze, also Alpha-Schlange plus D-Alpha, Beta-Schlange plus D und so weiter, und gleich mal aufaddiere, dann steht da erstmal so ein Alpha-Schlange plus Beta-Schlange plus Gamma-Schlange plus Delta-Schlange. Und wenn ich die vier aufaddiere, stehen ja da oben sind 270, 350, 355 Grad. Und dann kommen noch diese ganzen Korrekturwinkel dazu. Also D-Alpha, D-Beta, D-Gamma und D-Delta. Okay, wenn Sie sich das jetzt anschauen, dann bekommen wir eine Gleichung, nämlich D-Alpha plus D-Beta plus D-Gamma plus D-Delta ist gleich 5 Grad. Okay, das heißt also, die Korrekturwinkel, die addieren sich auf zu 5 Grad. Das reicht natürlich nicht aus, um diese Korrekturwinkel tatsächlich zu bestimmen. Aber die Idee von Gauss war jetzt, naja, also wahrscheinlich ist der Fehler doch relativ klein. Das heißt also, wir suchen die Lösung dieser Gleichung, die erfüllt, also erstmal, wir suchen einen Vektor, wenn wir so wollen, d-Alpha, d-Beta, d-Gamma, d-Delta. Und dann nenne ich mal den Korrekturvektor. Da soll erstmal gelten, das erfüllt diese Gleichung. Erfüllt die Gleichung. Ja, es soll also gelten, erste Komponente plus zweite Komponente gleich 5 Grad. Und als zweites, naja, also wir nehmen an, die Fehler sind nicht besonders groß, die Kraienhoff gemacht hat. Das heißt also, wir wollen die Norm dieses Korrekturvektors minimal wählen, und zwar in der 2-Norm unter allen Lösungen der Gleichung. Okay, ich wiederhole das einfach nochmal kurz. Wie wird man in diesem Fall vorgehen? Naja, also erstmal bringen wir das in eine Matrix-Vektorform und dann sieht das Ganze so aus. 1, 1, 1, 1 mal d-Alpha, d-Beta, d-Gamma, d-Delta ist gleich 5 Grad. Und ja, wenn Sie wollen, kann ich auch noch als einen Vektor schreiben. Und dann ist das hier meine Matrix A, so wie wir das immer definiert haben, ja, so wie wir immer das Ganze hingeschrieben haben. Und das hier ist mein Ergebnisvektor B. Und ja, das Ganze ist ein unterbestimmtes Gleichungssystem. Wie sind wir mit unterbestimmten Gleichungssystemen umgegangen? Naja, wir haben genau diese Lösung, die da oben steht, die haben wir dadurch bestimmt, in dem Fall, dass das A injektiv ist, was hier offensichtlich der Fall ist, da haben wir das Ganze immer bestimmt als erstmal, ja, wir mussten dieses Co, also das ist natürlich nichts anderes als die Minimum-Normlösung, ja, von AX gleich B. Ja, denn es löst AX gleich B und es ist minimal und die Norm ist minimal unter allen Lösungen der Gleichung. Das ist genau das, was wir definiert haben als die Minimum-Normlösung. Dann haben wir gesagt, okay, unter diesen Voraussetzungen gilt dieses, ich nenne das mal X plus, ja. X plus haben wir immer genannt und deshalb schreibe ich das jetzt auch mal hier hin. Das X plus muss sein im Bild von A transponiert. Naja, und dann haben wir gesagt, okay, wenn das so ist, dann können wir das X plus schreiben als A transponiert mal W.
Und das heißt also, dass auch noch die Gleichung erfüllen muss. A mal A transponiert mal W ist gleich B. Mit anderen Worten, W ist gleich A mal A transponiert hoch minus 1 mal B. Und ja, das ist, und damit ist x plus nichts anderes als A transponiert mal W. Gleich A transponiert, A transponiert hoch minus 1 mal B. Okay, was bedeutet das für unsere konkrete Wahl hier? Naja, das A hat eine extrem einfache Form. Ja, das sind einfach nur Einsen. Das heißt also, A mal A transponiert ist nichts anderes als der Vektor mit 4 Einsen. Da kann ich auch die 4 Einsen hinschreiben. Mal A transponiert, 1, 2, 3, 4. Ja, und das ist offensichtlich nichts anderes als 4. Und das bedeutet, unser W und auch natürlich, daraus folgt natürlich A mal A transponiert hoch minus 1 ist nichts anderes als 1 Viertel. Und das bedeutet, dass W ist 1 Viertel mal B. B war 5 Grad. Ja, ich lasse das B mal einfach mal stehen. Ja? 1 Viertel mal B. Und das x plus ist gleich A transponiert, das ist also 1, 1, 1, 1, mal 1 Viertel mal B, oder, wenn wir so wollen, B durch 4 mal 1, 1, 1, 1. So, das heißt also, was ist das Ergebnis am Ende? Naja, also wir haben hier eine sehr einfache Situation gehabt. Ja? Wir hatten nur eine einzige Gleichung. Und die Korrektur, die uns jetzt die kleinste Quadratelösung vorschlägt, ist einfach, naja, nimm einfach diese Differenz, also um die das Ganze falsch war, nämlich das B, die 5 Grad bei uns, teile sie einfach durch die Anzahl der Messungen, das sind hier 4 gewesen, und addiere das bei jedem Einzelnen drauf. Also im Moment, das ist ja nichts anderes als jetzt als das D Alpha, D Beta, D Gamma, D Delta. Und das bedeutet also, D-Alpha ist 5 Grad geteilt durch 4, D-Beta ist 5 Grad geteilt durch 4 und so weiter. Und das sagt uns im Grunde, naja, hier oben haben ja 5 Grad gefehlt. Und der Vorschlag der Methode der kleinsten Quadrate ist dann, ja, nimm diese 5 Grad, die gefehlt haben, und verteile sie gleichmäßig auf die einzelnen Messungen, addiere das drauf. Und die Hoffnung ist, dass das Gesamtergebnis dann besser wird. Das ist keineswegs sicher, ja, denn Sie können hier schon sehen, also in diesem Fall würde ich zwar den letzten ein bisschen besser machen, aber dafür werden die anderen 4, 3 alle schlechter. Man kann durchaus diskutieren, ob das wirklich korrekt ist. Aber das ist der Vorschlag, den in diesem einfachen Fall die kleinste Quadrate-Lösung hier machen würde. Die Minimum-Norm-Lösung bedeutet in diesem Fall einfach nur, nimm die Differenz zwischen dem, was rauskommen soll, zwischen dem, was tatsächlich rauskommt, und teile diese Differenz gleichmäßig auf die einzelnen Messungen auf. Okay, das wäre jetzt eine extrem einfache Sache gewesen. Und ich glaube, so ähnlich haben wir das auch in der Vorlesung bereits schon mal besprochen. Gauss ist auf die Idee gekommen, also Gauss wird gleich in dem Text mehrere Gleichungen herleiten. Er wird nicht nur diese 360-Grad-Eigenschaft nehmen, sondern, vielleicht schauen wir noch mal ganz kurz auf diese Triangulierung. Ja, da sind ja jetzt ganz viele Dreiecke. Und ich habe schon in der Vorlesung darauf hingewiesen, die Summe der Innenwinkel in einem sphärischen Dreieck ist ein bisschen mehr als 180 Grad. Und wenn man ungefähr weiß, wo die Eckpunkte liegen, dann kann man diesen zusätzlichen Overshoot, der das mehr ist als 180 Grad, sogar auch noch ausrechnen. Das heißt also, man weiß zusätzlich noch, jetzt möchte ich mal wieder zurückgehen zu meinem Beispiel, in diesem Gebilde, das wir haben, wurden natürlich nicht nur Alpha, Beta, Gamma, Delta gemessen, sondern auch noch so,
Ja, ich nenne die jetzt mal hier W0 und W1, W2 und so weiter. Ja, es wurden noch wesentlich mehr Winkel gemessen. Und dann kann man natürlich sagen, gut, die Innenwinkelsumme in so einem sphärischen Dreieck ist ungefähr 180 Grad und ich kann sie sogar genau angeben. Das heißt also W0 plus W1 plus Alpha sollte ein bisschen mehr sein als 180 Grad. Und das gibt mir natürlich eine neue Gleichung und die kann auch wieder erfüllt sein oder nicht. Und ich gehe mit diesen Fehlern, die wir da machen in W0 und W1, gehe ich genauso um wie mit den anderen auch. Das gemessene W0-Schlange hat einen kleinen Fehler. Und das gemessene W1-Schlange hat einen kleinen Fehler und genau wie gerade bekomme ich dann wieder eine Gleichung. Ja, also vielleicht mache ich das hier mal. Also das W0 ist das gemessene W0-Schlange plus einen kleinen Fehler DW0. Das W1 ist das W1-Schlange, das ist so das hier oben, wäre W1-Schlange plus einen kleinen Fehler DW1. Und natürlich, wie gerade, das Alpha ist ein Alpha-Schlange plus ein kleiner Fehler D-Alpha und Alpha-Schlange und so weiter. Das sind immer die gemessenen. D hier vorne, das sind die Fehler, die gemacht wurden. Und W0, W1, Alpha sind eigentlich das, was eigentlich rauskommen sollte. Okay, dadurch bekomme ich hier tatsächlich noch mehr Gleichungen. Ja? Also in jedem Dreieck hier bekomme ich so eine Gleichung. Also da soll es ungefähr 180 Grad sein. Hier, hier, hier. Und dadurch bekomme ich natürlich wieder eine Gleichung für die Fehler. Okay, das ist also wieder so eine Konsistenzgleichung, die Fehler dann erfüllen müssen. Genau wie gerade mit den 360 Grad. Und Sie sehen natürlich auch das Problem dabei, so langsam werden es verdammt viele Gleichungen und zumindest mal erstmal verdammt viele Variablen, die wir da haben. Und es ist die Frage, kommt am Ende tatsächlich was Vernünftiges raus? Und die Antwort ist in diesem Fall tatsächlich ja. Okay, das heißt also, für jede Messung, die wir haben, führen wir einen Fehler ein. Und diese Fehler, für die bekommen wir ein lineares Gleichungssystem. Und das sollten diese Fehler erfüllen und wir suchen dann den Fehler, der in der Norm am kleinsten ist. Also der Fehler, der die Gleichung erfüllt und in der Norm am kleinsten ist. Genau entsprechend der Definition in der Vorlesung. Damit ist es noch nicht ganz vorbei, denn als letztes macht Gauss tatsächlich noch eine dritte, führt Gauss noch eine dritte Art von Gleichungen ein. Und das basiert auf dem Sinussatz und ist irgendwie eigentlich noch das Interessanteste an der ganzen Sache. Wir haben bis jetzt hier vorne darauf verzichtet, die ganzen Längen einzutragen. Und ich mache das mal. Hinterher fallen die raus. Ja, aber nehmen wir mal an, hier ist so eine Länge A. Hier ist also die Länge soll jetzt A sein. Die Länge hier soll B sein. Die Länge hier soll C sein. Die Länge hier soll D sein. Okay, ups. Wir können zum Beispiel ich habe da vorne noch ein W7 vergessen, das brauche ich gleich. Wir können in diesem Gebilde, das wir haben, zum Beispiel auch in jedem Dreieck den Sinussatz anwenden. Ja, ich hoffe, Sie können sich aus der Schule noch daran erinnern oder meinetwegen auch aus Ihrer Geometrievorlesung. Der Sinussatz sagt, die Sini von zwei Winkeln verhalten sich wie das Verhältnis der Seiten. Ich gucke mir einfach hier in einem konkreten Ding an. Das heißt also, der Sinus von W0 und der Sinus von W1, die verhalten sich wie D zu A, also genau wie das Verhältnis der gegenüberliegenden Seiten. Das heißt also, Sinus W0 durch Sinus W1 ist dasselbe wie D zu A. Okay, das können wir aber natürlich in den anderen Dreiecken genauso machen. Ja? Und da gehen wir mal in das Dreieck hier vorne und da steht also Sinus W2 durch Sinus W3. Das ist dasselbe wie C durch D. Und dann machen wir es da unten auch nochmal. Sinus W4 durch Sinus
W5 ist dasselbe wie B durch C. Und der Sinus von W6 durch der Sinus, durch den Sinus von W7 ist dasselbe wie A durch B. Ja, da sieht man, das sieht jetzt so aus, als können wir damit nicht viel anfangen. Ja? Denn da kommen ja jetzt nochmal neue Variablen rein, diese ganzen Längen. Und wir haben nur die Winkel, also das sieht nicht sehr nützlich aus. Gauss hatte aber eine gute Idee. Er hat nämlich einfach die ganzen Gleichungen, die hier stehen, einfach mal miteinander multipliziert. Und dann gucken wir mal an, was auf der rechten Seite rauskommt. Da steht erstmal D durch A mal C durch D mal B durch C mal A durch B. Aha, ja, D wird anschließend durch D geteilt, mal C geteilt durch C mal A geteilt durch A. Die gehen alle raus, die Seiten. Ja, das heißt, wenn ich alles miteinander multipliziere, steht einfach auf der rechten Seite eine 1. Okay, auf der linken Seite, da steht dann allerdings was sehr Unangenehmes. Nämlich, da steht Sinus W0 durch Sinus W1 mal Sinus W2 durch Sinus W3 mal und so weiter. Da steht das Produkt dieser ganzen Sini. Also Sinus W0 durch Sinus W1 mal und so weiter bis am Schluss Sinus W6 durch Sinus W7. So, damit komme ich leider nicht weiter. Warum komme ich nicht weiter? Naja, unsere ganze Theorie der kleinsten Quadrate arbeitet auf linearen Gleichungen. Ich könnte jetzt natürlich wieder mein W0 Schlange und so weiter hier einsetzen. Ja, also ich könnte das W0 wieder setzen als W0 Schlange plus dW0. Ja, also das war ja immer unsere Idee. Ich setze also W0 gleich W0 Schlange, das Gemessene, plus eine kleine Korrektur dW0. Das mache ich nicht nur für 0, sondern für W0 bis W7. Und dann bekomme ich wieder ein Gleichungssystem, in dem nur noch diese ganzen Korrekturfaktoren, d, w, 0 und so weiter vorkommen. Nur das Blöde ist, das ist jetzt beim besten Willen kein lineares Gleichungssystem mehr, denn da steht sowas wie Sinus w, 0, Schlange plus d, w, 0. Also das ist mit Sicherheit nicht linear, was da rauskommt. Okay, wie kommen wir raus aus der Falle? Naja, auch da hat Gauss eine gute Idee gehabt. Ist nämlich einfach hingegangen und hat einfach erstmal überall den Logarithmus gezogen auf beiden Seiten. Okay, dann bleibt das natürlich immer noch gleich, was da steht. Auf der rechten Seite der Logarithmus von 1 ist 0. Das heißt also, wenn ich den Logarithmus nehme, auf der rechten Seite steht eine 0. Und auf der linken Seite, da steht jetzt, naja, der, da stehen so ein Plus, stehen mal und geteilt. Wenn ich den Logarithmus nehme, ein mal wird zu Plus, und geteilt wird zu Minus. Das heißt also, hier steht sowas wie Logarithmus von Sinus W0 Schlange plus dW0 plus und so weiter, ja, also dann, minus den Logarithmus von Sinus von W1 und das W1 ist W1 Schlange plus dW1 und so weiter. Ja, also da, das ist natürlich jetzt nicht 0, ja, sondern das muss ich jetzt für diese ganzen Produkte machen, die ich da oben stehen hatte. Und wenn ich das gemacht habe, dann kommt am Ende 0 raus. Okay, das sieht schon mal ein bisschen besser aus. Ja, also da bin ich jetzt diese ganzen Produkte und Divisionen, die bin ich alle super losgeworden. Nur scheint das Ganze immer noch nichts zu helfen, denn hier vorne steht ja immer noch so ein W0 Schlange plus dW0. Da komme ich immer noch nicht raus. Und da hat Gauss noch eine geniale Idee gehabt. Und das ist eine Idee, die wir zum Beispiel auch beim Newton-Verfahren später verfolgen werden. Er hat gesagt, naja, dass dieses dW0, da haben wir ja angenommen, das ist sehr klein, das ist die Korrektur, mit der man die Messung korrigieren muss, um auf den richtigen, auf den wahren Wert zu kommen. Und wir nehmen an, das ist nicht völlig falsch. Das heißt also, dW0 ist klein. Dann ist er auf die Idee gekommen zu sagen, naja, wir könnten ja zum Beispiel mal für diesen Term, der hier vorne steht, für den Term Logarithmus Sinus W0 Schlange plus dW0, da machen wir einfach mal eine Taylor-Entwicklung. Und was dann da rauskommt, ist, naja, das ist sowas wie erstmal, der erste Term ist sowas wie Logarithmus von Sinus von W0 Schlange plus und dann ein Term, den ich jetzt nicht mehr ausrechne, plus irgendein linearer Term in dW0. Ja, und dann kommt so ein Restglied, irgendwas mit dW0 zum Quadrat. So, und
die hat er einfach weggelassen. Das heißt also, die Idee von Gauss war, den Term da vorne, den lassen wir einfach weg. Und diese Entwicklung, die wir hier stehen haben, die machen wir jetzt für jeden einzelnen Term. Also jeden von den Termen, der hier oben stand, da machen wir genau diese Entwicklung, die hier unten steht. Okay, dieses Logarithmus Sinus W0 Schlange, das kann ich ausrechnen. Ja, denn W0 Schlange, das ist einfach nur die Messung. Brauche nur den Sinus zu nehmen und den Logarithmus dafür. Und weil man diese Rechnung tatsächlich häufiger gemacht hat, war tatsächlich damals der Logarithmus Sinus vertafelt. Das heißt, den musste man einfach nur nachschauen. Und das heißt, das sind feste Zahlen, die da rauskommen. Die sollten sich zu 0 aufaddieren, tun das wahrscheinlich nicht. Den Rest, den bringen wir auf die rechte Seite. Und was wir dann hier noch stehen haben, ja, das sind so ein linearer Term in dw0, ein linearer Term in dw1 und so weiter. Auch diese Zahlen hier vorne können wir ausrechnen. Ich tue das nachher in unserem Python-Programm. Ja, und das bedeutet, wir haben hier auch mit diesem komplizierten Gleichungssystem, das haben wir tatsächlich durch diese leichten Umformungen auch auf eine sehr einfache Form bringen können, nämlich auch auf eine lineare Form bringen können. Spätestens zu diesem Zeitpunkt sind wir natürlich nur noch approximativ. Okay, gut, das heißt also, wir haben drei Arten von Gleichungen und wir wollen uns jetzt anschauen, wie Gauss das genau gemacht hat und werden einfach nur feststellen, dass das genau das ist, was wir auch in der Vorlesung besprochen haben. So, also hier auf der linken Seite, da haben Sie sehen Sie meinen Cursor? Ja. Hier vorne auf der linken Seite, da haben Sie diese Karte, das ist die Triangulierung. Und ich habe vorhin schon gesagt, wir wollen die Winkel darin korrigieren. Das heißt, wir brauchen erstmal eine Auflistung aller Winkel. In dem Text von Gauss, den ich Ihnen zur Verfügung gestellt habe, steht dies tatsächlich auf Seite 87. Ich glaube, das hier ist, glaube ich, Dreieck 121 hier vorne. Ja, genau, das ist Harlingen, Leeuwarden und hier Ballum auf Ameland. Das ist hier das erste Dreieck und darin wurden diese drei Winkel gemessen. Und zwar jeweils von den Kirchtürmen aus, weil nur die kann man aus großer Entfernung tatsächlich noch sehen. Ja, das ist also tatsächlich der Winkel zwischen den Kirchtürmen oder ich glaube in Ballum ist es einfach nur ein großer Turm, der einfach irgendwo in der Stadt steht. Dann hier beim Dreieck 122, das ist hier unten, ja, da ist man hier so rumgegangen und da in diesem Gebilde, in dieser Triangulierung sind also jetzt alle Winkel bekannt und Gauss hat die hier aufgelistet und das sind sie hier vorne und was ich gemacht habe in meinem Python-Programm ist, ich habe zunächst mal, ja, das sind die Werte, die wir da hatten und die habe ich einmal übernommen hier und dann anschließend habe ich die in Python übernommen. Das Problem ist hier so ein bisschen, Gauss rechnet immer in Grad, Minuten und Sekunden, sowie dann in Teilen von Sekunden. Ich habe das hier umgerechnet in Dezimalzahlen, weil ich mir das Rechnen mit Minuten und so weiter hier ersparen wollte. Zum Vergleich werde ich das immer wieder ineinander umrechnen. Das heißt also, hier sind ganz viele Umrechnungsfaktoren drin, die einfach überhaupt nichts zu sagen haben. Das ist nur deshalb, weil ich halt mit Dezimalzahlen rechne und Gauss rechnet mit Minuten, Sekunden. Und damit ich das vergleichen kann, muss ich immer ein bisschen hin und her rechnen. Okay, erste Art von Gleichungen. Das waren die, wo sich in der Mitte alles zu 360 Grad aufaddiert. Gehen wir nochmal zurück. Hier vorne, davon haben wir so zwei Punkte, nämlich den hier vorne, das ist Leeuwarden. Und der zweite, das ist Drachten. Und da haben wir jeweils Vollkreise gemessen. Das heißt also, alle gemessenen Winkel sollten sich zu 360 Grad aufaddieren. Die Winkel haben wir jetzt alle hier. Ja, beziehungsweise ich habe sie hier alle in Python eingebracht. Und der Winkel bei Leeuwarden ist dann das in dem ersten Dreieck da links oben, ja, das wir hatten, dann zweite Dreieck und so weiter. Ich habe die richtigen Dreiecke hier vorne ausgesucht. Ach so, steht ja auch hier vorne, brauchen wir ja gar nicht zu machen. Ja, also bei Gauss, der hat natürlich genau das gemacht. Erster Winkel plus fünfter Winkel plus achter Winkel.
plus 15. Winkel plus 18. Winkel, naja, und das sind genau die, die ich hier vorne aufaddiert habe. Und ja, da sollten 360 Grad rauskommen. Tatsächlich kommen raus 359,9993 und so weiter. Ja, und wenn ich das hier umrechne aus der Dezimal, dann fehlen hier zunächst mal 0,00 irgendwas. Und wenn ich das dann umrechne in Minuten und Sekunden, fehlen insgesamt 2,1 Sekunden. Und Sie sehen, das ist genau das, was auch Gauss hier vorne ausrechnet. Das ist jetzt noch nicht besonders kompliziert. Okay, dann haben wir die Winkel bei Drachten. Das war der untere zentrale Punkt. Das ist also die Winkelsumme aus dem 7., 11., 12., 19., 22. und 26. Winkel. Und da kommen wir insgesamt auf 359,99 und umgerechnet in Sekunden fehlen uns hier 0,4 Sekunden. Und das ist auch hier wieder genau, natürlich genau das, was Gauss ausrechnet. Bei die zweite Art von Gleichungen, das war die Winkelsumme in den Dreiecken. Und da hatte ich vorhin gesagt, na, da müssen wir berücksichtigen, dass es sich ja um sphärische Dreiecke handelt. Achso, und ich habe das Ganze hier natürlich dann schon mal in ein großes Gleichungssystem eingetragen. Ja, und die entsprechende Zeile der Matrix, die dann rauskommt, die sich ergibt durch diese erste Gleichung und die sich ergibt durch die zweite Gleichung, die sehen Sie hier vorne. Und die entsprechende rechte Seite, die wir jetzt haben, also der Teil des Bs, sind diese beiden hier vorne und die habe ich hier vorne schon mal eingetragen. Ja, also wir wollen ja hinter dem Gleichungssystem AX gleich B haben. Die ersten beiden Gleichungen haben wir schon. Das heißt, ich kann hier die ersten beiden Zeilen der Matrix und den ersten beiden Zeilen des Vektors schon mal ausrechnen. Und die habe ich hier vorne eingetragen. Okay, jetzt zu den zweiten Gleichungen. Das waren die Innenwinkel. Und da müssen wir diesen Overshoot erstmal ausrechnen. Also um wie viel ist ein sphärisches Dreieck größer als ein ebenes Dreieck bezüglich der Winkelsumme. Winkelsumme im ebenen Dreieck waren 180 Grad. Ich habe gesagt, im sphärischen Dreieck ist es ein bisschen mehr. Ich hatte keine vernünftige Formel dafür und habe mir das so von zu Fuß hier ausgerechnet, mal beispielhaft für das erste Dreieck. Also was war das? Hollum, Leeuwarden und was war der dritte? Harlingen, richtig. Harlingen. Und da komme ich so auf einen Wert von, naja, also das sphärische Dreieck ist um 1,79 Sekunden größer als ein ebenes in der Winkelsumme. Und das, was Gauss ausrechnet, stimmt damit fast überein. Es ist eine Sekunde 749. Ich weiß nicht ganz genau, woran der Unterschied liegt. Vielleicht ist meine Formel auch noch falsch, aber zumindest kommt wirklich ungefähr dasselbe raus. Und das heißt, ich würde auch sagen, das haben wir auch verstanden, um wie viel ein sphärisches Dreieck größer ist. Und damit ich später das vergleichen kann, was da rauskommt, habe ich hier zu diesem Zeitpunkt tatsächlich mal die Werte übernommen, die Gauss ausgerechnet hat. Und ich glaube, das ist okay, weil wir ja wirklich verstanden haben, was das ist. Ein ganz kurzer Hinweis, irgendwo habe ich in der Vorlesung mal geschrieben oder gesagt, die Winkelsumme bei diesen sphärischen Dreiecken ist 2 Grad größer als bei einem ebenen Dreieck. Sie ist tatsächlich 2 Sekunden größer. Ja, das ist ein Faktor 3600. In Wirklichkeit ist es wirklich absolut marginal bei den Größen, die wir uns hier anschauen. Okay, das sind die Gauss hier vorne angegeben hat. Den ersten haben wir nachgerechnet und die restlichen habe ich einfach übernommen. Gut, das heißt also, die Winkelsumme im ersten Dreieck sollte jetzt ein bisschen mehr sein als 180 Grad. Diesen Overshoot, den habe ich immer in diesem Vektor O gespeichert. Das heißt also, es sollte jetzt einfach eigentlich rauskommen, 180 Grad plus O von 0. Tatsächlich kommt ein bisschen weniger raus. Es ist nämlich 3,95 Sekunden zu wenig. Und ja, Sie sehen, genau das ist auch das, was Gauss hier vorne ausrechnet. Das heißt also, auch diese Winkelsumme haben wir verstanden. Ja, 0. Winkel plus 1. Winkel plus 2. Winkel sollten zusammen minus 3 Sekunden ergeben. Und das ist auch genau das, was wir hier vorne rauskriegen. Ja, mal 3600, weil wir wieder umrechnen in Sekunden.
Und das machen wir für alle, ja, und das habe ich hier nicht mehr gemacht, aber es ist tatsächlich genau das, was bei Gauss auch rauskommt. Dann diese Gleichungen dritter Art, die waren jetzt so ein bisschen komisch. Und nochmal wieder oben zu unserer Karte. Wie sahen diese Gleichungen dritter Art aus? Dafür brauchten wir auch wieder einen zentralen Punkt. Nämlich, das heißt, es kommen nur hier Leoniden und Drachten in Frage. Und ja, Gauss hat eben das, was ich vorhin angekündigt habe, nämlich diesen Sinussatz in diesen ganzen Dreiecken anzuwenden, alles zu multiplizieren, den Logarithmus zu nehmen, die Taylor-Entwicklung zu machen, nach dem ersten Lied abzuschneiden. Genau das hat Gauss hier gemacht, einmal für Leoniden und einmal für Drachten. Es ist ein bisschen gemein, er sagt das nämlich nicht, was er da wirklich gemacht hat, aber wenn man sich das Ganze ganz genau anschaut, einfach mal mit Python nur nachrechnet, was die Idee ist, dann sehen wir, dass wir tatsächlich genau das rausbekommen, was Gauss auch hat. Ja, da sind wir bei den Gleichungen dritter Art. Und dann machen wir diese Approximation hier vorne, ja, das Abbrechen der Taylor-Entwicklung nach dem ersten Glied. Und ja, was wir rausbekommen, ist die erste Gleichung, ja, schauen wir mal, das ist die erste Gleichung, die Gauss rausbekommt, mit diesem ganzen Multiplizieren und so weiter. Erstmal auf der rechten Seite steht ein 371, bei uns steht ein minus 371, bei uns steht ein minus 371,2, das ist also wohl das Gleiche. Ja, und die Koeffizienten des Gleichungssystems sind hier einmal 17,06, ja, das ist genau das, was Gauss auch hat. Dann minus 20 mal den zweiten Korrekturwinkel, minus 20,174 mal den zweiten Korrekturwinkel. Naja, wir sehen, das ist korrekt. Und wir haben auch diesen Teil verstanden. Und das ist sicherlich die schwierigste Art von Gleichungen, die hier auftreten bei dieser Korrekturrechnung. Okay, das heißt, wir kriegen noch zwei Gleichungen dazu. Also wir hatten am Anfang zwei für die zentralen Punkte mit den 360 Grad Vollwinkeln. Dann hatten wir die ganzen Dreiecke. Jetzt muss ich mal eben gucken, wie viele Dreiecke hatten wir denn eigentlich? Dann hatten wir für die Dreiecke hatten wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Gleichungen. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, jawohl. Drei Gleichungen, neun Gleichungen, also eine Gleichung in jedem einzelnen Dreieck. Und wir haben anschließend noch zwei Gleichungen über den Sinussatz. Das heißt, also insgesamt haben wir 13 Gleichungen und natürlich auch 13 rechte Seiten. Und wie viel Unbekannte haben wir? Das können wir uns auch überlegen. Zu jedem gemessenen Winkel gehört ja ein Fehler. Das heißt, wir haben 13 Gleichungen und, naja, also, ach so, ja, 13 Gleichungen und 1, 2, 3, also 13 Gleichungen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ich hatte es schon wieder vergessen. 9 Dreiecke, in jedem Dreieck sind drei Winkel. Das heißt also insgesamt 27 Messungen. Zu jeder Messung gehört ein Fehler. Das heißt, wir haben 27 Unbekannte für die unbekannten Fehler und 13 Gleichungen, die Gauss hier ermittelt hat. Okay, also 27 Gleichungen, 27 Unbekannte, 13 Gleichungen, definitiv unterbestimmt. Man kann zeigen, diese Matrix ist surjektiv und das heißt, wir können mit unserer ganz normalen Rechnung weitermachen, die ich vorhin am Anfang nochmal motiviert habe. Okay, das heißt, wir bekommen am Ende ein Gleichungssystem und das Gleichungssystem schauen wir uns hier mal an. Ja, ich habe das jetzt hier so ein bisschen symbolisch aufgeschrieben. A ist der Korrekturwinkel des ersten Winkels. Nee, gar nicht wahr, Entschuldigung. Unter der Voraussetzung, dass A surjektiv ist, wissen wir jetzt, das habe ich vorhin nochmal motiviert, dass x plus, also die Lösung, die wir eigentlich suchen, dieser Vektor der Korrekturfaktoren, der lässt sich schreiben als a transponiert mal a transponiert hoch minus 1 mal b. Ja, und was wir gemacht haben,
habe ich am Anfang auch eben nochmal gezeigt. Zunächst mal, man rechnet natürlich nicht das A mal A transponiert hoch minus 1 aus, sondern man rechnet dieses W aus, was ich am Anfang hatte. Das heißt also, die Lösung von A mal A transponiert W, ich habe jetzt hier Y geschrieben, gleich B. Und am Ende setzen wir dann X plus gleich A transponiert W oder A transponiert Y. Das ist genau die Rechnung, die ich am Anfang nochmal vorgerechnet habe. Okay, das heißt also, wir müssen erstmal das A mal A transponiert ausrechnen. Okay, diese Matrix A hier vorne, die ist schon reichlich groß. Ja, also ja, hier vorne, das ist eine 27 mal 13, 13 mal 27, eine 13 mal 27 Matrix. Da muss man erstmal das A transponiert A ausrechnen, um das Gleichungssystem hinschreiben zu können, das wir jetzt als erstes lösen wollen. Und das Gleichungssystem, das sich ergibt, ist dann natürlich 1 in 13 Variablen. Und ja, da schauen wir mal, das ist unser Gleichungssystem und das ist das, was ich bekommen habe. Ja, ich habe hier einfach A mal A transponiert ausgerechnet, das mussten wir machen. Und dann habe ich das mal ausgeben lassen, das ist das hier vorne, in solchen unbekannten A bis N, das hat Gauss nämlich auch gemacht. Und jetzt schauen wir mal an, das Gleichungssystem, das wir am Ende lösen müssen, ist also dieses hier vorne. Naja, und wenn Sie es vergleichen, das ist jetzt tatsächlich genau das, was Gauss auch rausbekommen hat. Ich habe hier erstmal nur die rechte Seite, also 5a plus c plus d plus e plus h plus i plus 5,91. Ja, ich habe hier 1,67, Gauss hat 5,917 mal n. Das heißt, das, was hier steht, ist tatsächlich genau die Matrix. Das ist wirklich die Matrix dieser rechten Seite hier vorne. Und der Vektor stimmt auch überein. Wenn ich mal hier unten gucken. Ja, am Schluss die letzten beiden stimmen jetzt gerade nicht, sehe ich. Ich glaube, das ist deshalb, weil ich da noch was korrigiert hatte zwischendurch. Mal eben gucken, 10 hoch 7. Offen hier. Ups. Warum geht das jetzt nicht? Float Object does not support item assignment. So, ich hatte den Standardfehler gemacht bei Jupyter. Man muss es immer von oben runterlaufen lassen. Das habe ich jetzt gemacht. Und dann schauen wir uns hier nochmal die letzte Gleichung an. Die letzte Gleichung ist sowas wie, naja, 5,91 mal a plus 17 mal e und so weiter. Und am Schluss steht es um 3385 mal n. Und das ist genau das, was Gauss auch raus hatte. Ja. Okay, und jetzt nochmal diese linke Seite hier vorne. Das ist unser Vektor b. Den lassen wir uns auch nochmal ausgeben. Natürlich in Sekunden. Deshalb muss ich ja nochmal wieder mit 3600 mal nehmen. Und naja, zum Beispiel der letzte hier unten ist 3,71 mal 10 hoch 2 gibt 371 und naja, also Gauss hat 370, aber das ist tatsächlich dasselbe. Das heißt also tatsächlich, wir haben zu diesem Zeitpunkt genau dasselbe Gleichungssystem wie Gauss auch ausgerechnet und ich kann es immer noch nicht glauben, aber er schreibt dann, naja, jetzt machen wir Gauss-Elimination in einem 13 mal 13 Gleichungssystem und schreibt dann lapidar hier vorne die korrekte Lösung hin. Und das ist sowas wie minus 0,59, minus 0,255 und so weiter. Sehen Sie hier vorne, das sind genau tatsächlich die Werte, die Gauss auch ausrechnet. Die kann ich auch bekommen, indem ich dieses Gleichungssystem löse. Das ist tatsächlich die Lösung von A mal A transponiert mal y gleich b. Natürlich wieder alles umgerechnet in Sekunden hier vorne. Ja, und das ist tatsächlich dann genau dasselbe, das, was Gauss auch hier rausbekommt. Okay, bei uns, ich hätte es mir nicht zugetraut, das von Hand auszurechnen. Gauss schreibt das einfach hin. Keine Ahnung, wie er das gemacht hat. Vielleicht hat er es wirklich iterativ gemacht. Okay, dann sind wir damit natürlich noch nicht fertig. Wir müssen noch das A transponiert mal Y ausrechnen. Das heißt, die echten Korrekturfaktoren ergeben sich dann, wie unsere Rechnung vorher, dann als A transponiert mal W, beziehungsweise A transponiert mal Y, habe ich hier geschrieben. Und die echten Korrekturfaktoren, die am Ende rauskommen, sind dann minus 3,1 und so weiter. Und schauen wir mal, da hat Gauss sie am Ende einmal hingeschrieben, in Sekunden wieder, minus 3,107 Sekunden. Ja, Gauss hat 3,108, aber offensichtlich ist das
genau das, was Gauss auch gemacht hat. Ja. Und der letzte hier vorne 1,612, naja, also nicht ganz, ja, Gauss hatte 1,606, aber das sind hängt vermutlich damit zusammen, dass wir den Overshoot ein bisschen anders berechnet haben. Okay, das heißt also, wir konnten hier wirklich sehen, das, was Gauss getan hat in seinem Paper, ist wirklich genau erstmal das, was wir in der Vorlesung besprochen haben. Und ich hoffe, dass Ihnen auch so ein bisschen klarer noch geworden ist, warum es manchmal Sinn macht, sich unter bestimmte Gleichungssysteme anzuschauen, wo man ja im ersten Augenblick vielleicht denken würde, naja, es macht doch gar keinen Sinn, das Ding hat unendlich viele Lösungen, welche sollen wir da aussuchen? Und wir haben hier eine ausgezeichnet, nämlich die mit der kleinsten Norm. Und tatsächlich in diesem Beispiel macht es auch wirklich Sinn.